Yay! Also schaut euch die Ledersachen an. Wir haben jemanden, der das macht, ne? Schneider, hier. Zulekia. Ist aber auch Gärtnerin. Wer hat da nichts zu tun? Fox, hier, bitteschön. Und Valkyrie kann auch machen, wenn sie Bock hat. Aber die muss sich langsam jetzt zum Handwerk Schmied Schneider Dingsen kümmern. Und das tut sie jetzt auch sehr gut. Velikili. Du hast nur noch 16 komplette Balken. Oh, die Muffalo-Lederjacke. Alter, 270 Arbeit braucht sie dafür. Ja, du hättest schon längst anfangen müssen damit, du Stück. Och, Mann. Wahnsinn, Wahnsinn. Ah, da bauen sie auch endlich ab. Sehr schön. Solaranlagen werden gebaut und jetzt haben wir auch endlich genügend Strom. Yay! So. Kalksteine. Ja, hier, der Wohnbereich wird auf jeden Fall mit Holz ausgelegt. Hier komplett. Das wird auch nochmal was. Wie viel kostet denn das? Böden. Holzbogen. Drei Holzbogen. 108. So. Eindruck 23, langweilig, Reichtum dürftig, Freiraum 28, ziemlich eng, Aussehen neutral, Sauberkeit verschmutzt, leicht verschmutzt, Freiraum mittelmäßig. Wie groß wollt ihr eure verdammten Räume, ohne Witz. So, aber ihr kriegt jetzt Holzboden. Und bam, Reichtum. Ziemlich dürftig. Fick dich. So. Ja. Nur damit du Bescheid weißt. Sonneneruption. ja. Reichtum mittelmäßig. Ja klar, mit Silber im Raum. Oh, wir können auch nicht kochen, ne? Wir können auch nicht kochen, aber wir haben noch 5 Essen. Das ist immerhin etwas. Oh, die ersten Kartoffeln! Nein, die ersten Kartoffeln. Nice. Du scheiß Kaninchen. Piss dich. Oh, Baumwolle, Stoff. Ja, da wird geerntet. Hammer nice. Kyrie legt ja richtig krass los hier. Muffalo Lederjacke 220. Grim und Fox richten jetzt hier die ersten Räume ein. Eine Holzwand rein. Das Zeug müsste komplett abgebaut werden, damit das hier mal ein bisschen, ja, nicer wird. Für die Valkyrie. Ein unangenehmes Gespräch. Gemütlich. Sehr gemütlich. Gefällt mir. Natürlich in einem fucking Doppelbett schläft man doppelt so gut. Doppelbett so, so gut. Wahnsinn. Ah, der Sonnensturm erst vorbei. Tja.
trägt Elchfleisch. Ach, ihr habt das Elchfleisch nicht geholt. Ach, ihr Idioten. Naja, egal. Verdorbenes Fleisch kommt da sowieso nicht rein. Aber Glück gehabt, haben sie immer noch ein bisschen was rausgeholen können. Vom Elchfleisch. So. Kartoffeln 97%. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das heißt, sie sind gleich so weit geerntet zu werden. Stoff, Stoff. Wir brauchen Lager. Ein Lager. Nettes kleines Lager. So, da kann gerne. So. Lager. So, aber da dürfen keine Nahrungsmittel rein. Mahlzeiten noch Ding. Medizin darf auch nicht rein. So, und alles andere darf da rein. Hey, Kartoffeln, 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 Kartoffeln. Yay, Kartoffeln, Kartoffeln. Oh, sie holt sich das Fleisch. Achso, ja klar, im Lager, ne? Ist doch klar. Bitte hol die Kartoffeln, ne? So, hast du das Feld wieder bepflanzt, aber die Kartoffeln müssen auch reingetragen werden, damit wir die, damit die gezählt werden, damit die auch da rausgeholt werden. Das wäre schon hammernice, ne? So, Valkyrie und Grimm bauen den Raum aus. Jetzt hat sie wieder schöne frische Luft. Schlechtes, schäbiges und üble Betten. Grundwert, Material Holz, mal 125, Qualitätsmodifikator mal plus mal 10%, minus 6. Die bauen wir wohl neu demnächst, demnächst irgendwann mal. Vor allem hier sind noch Schlackebrocken unterwegs, das ja, wir sind ja hier Not genannt. Und soweit steht doch das Ganze. Das sieht doch ganz gut aus. So. Felder sind soweit bestellt. Holz haben wir auch. Bräuchten Metall. Eine Gruppe Reisender der Zuneigung Bach befindet sich auf der Durchreise. Ja, die könnten wir angreifen, wenn wir wollen, aber. Tja. Da haben ein paar Leute Hunger, aber Ernte fehlgeschlagen. Was? Fox Myers kann Blödsinn, ne? Das ist dir bewusst. Nur 8. Ja, Gott sei Dank haben wir nochmal da oben ein großes, schönes Feld mit Erdbeeren gemacht. Ich wusste gar nicht, dass die Ernte fehlschlagen kann. Vergrößern wir mal die Anbauzone. So. Okay. Eine Lagerzone haben wir ja auch schon. Oh, und die Jacke. 50. Ah, die Jacke dürfte bald fertig sein. Dann hat der erste wieder auch was zum Anziehen. Grimm. Sinnegarn T-Shirt und Hose. Stimmt, T-Shirts bräuchten wir auch noch. Wir haben hier eine Jacke. T-Shirt.
Ja, stell sie einfach aus irgendwas her. Zutaten mit geringem Volumen, wie zum Beispiel Gold, benötigen 20 mal so viel. Außer ich wissen, was viel bringt und was nicht. Naja, egal. So. Ah, das kann ich deinstallieren. Okay, interessant. Installieren. Na, ja, cool, das kann ich installieren. Das ist doch mal cool. Natürlich mehr als sinnvoll, endlich. So. Oh, der Raum ist soweit fertig. Böden. Holzboden. So, und dann kannst du das auch hier durchstarten. So, dann würde ich gerne diesen Bereich auch mit Holzboden auslegen. Dann sind wir soweit cool. Dann natürlich diesen Bereich auch. Und der Granitbrocken, der müsste weg. Upsala. Das wollte ich gar nicht. Granitbrocken. So. Holzböden. So. Ganz sterile Fliesen, Betonfliesen, Marmor, Kalkstein, Platten. Schieferplatten, ja, Schiefer haben wir nicht. Ja, beziehungsweise, naja, das Garnit. Schiefer ist ja das Dunkle. Ah, hier sind. Ah, nein, Granitwände sind das. Tja. Schiefer. Stahlwand. Tschack. Dorfbewohner. Ah, die verlassen uns schon. Iii. Molotow-Cocktail. Ja, yeah, das ist nicht ganz so gut. Molotow. So, der Fox rastet komplett. Bei seinem Raum rastet er komplett aus. Der möchte es da echt schön haben. So, das sieht doch soweit ganz gut aus. Okay. Ja, Essen aktuell, da müsst ihr. Ja, esst ihr rohes Fleisch. Läuft bei euch. Ja, ich will eigentlich Kartoffeln her. Kartoffelding machen. Kann ich das einstellen? Aufgaben? Na, hier, Details. Fleisch, anderes. Ei. Dankeschön. Genau. Kann ich sogar einstellen. Cool. Dann könnt ihr gerne von mir aus machen, was ihr wollt. Oh, wir haben eine Jacke. Zuleke hat sich gleich die Jacke angezogen. Alter, die hat ja nur einen Arm. Der linke Arm wurde abgeschnitten. Alter. Müssen wir mal anoperieren. Deswegen braucht sie auch so länger. Wovolle Lederjacke. Übel. Was heißt denn hier? Isolierung, Kälte. Cool. Cool, cool, cool. Mal 70% nur. Rüstung, Hitze. Mhm. 4%. Qualität übel. Zwei pro Tag. Ja, die hält er nicht allzu gut. Aber okay, Zuleika ist ja erst neu im Geschäft. Ja, shit, dann bräuchten wir tatsächlich erstmal T-Shirts und Hosen. So. Brauchen wir erstmal natürlich T-Shirts und Hosen, bevor wir da überhaupt irgendwas machen. Okay, was habt denn ihr? Okay. Die Solaranlagen stehen soweit. Das sieht doch gut aus. Genau. Dann hätte ich gern auch mehr Batterien. Ihr seht, wir haben einen krassen Energieverbrauch. Da wandert das runter. So.
Holzböden sind soweit ausgelegt. Das heißt dann für uns, wir müssen noch hier den Holzboden auslegen. Hier auch noch. Genau, dann können wir hier anfangen, Holzboden auszulegen. Was brauchen wir für die sterile Fliesen? Stahl und Silber. Braucht lange zum... Beton. Hässlich. Marmorblöcke. Da haben wir aktuell ja gar nichts. Produktion, Schmiede, Werkzeuge und Waffen. Stahl, Schlachtstift, Stahl, Stahl, Bildhauer. Skulpturen, Schmiede. Ja, das ist der Bildhauer, der die zusammendingst, oder? Labortisch. Aha, okay. Muffele T-Shirt, übel, sehr schön. Direkt. Na, da hat sich aber jemand gefreut. Ja, Zulikia ist ja nur neu in der Branche. Hat leider nur 4, deswegen wird sie erstmal übel, erstmal nur herstellen können. Aber, hey. Ganz ehrlich, ist doch vollkommen in Ordnung. Endlich wird hier auch der Baum abgeholzt. Ah, und es wird endlich hier gekocht. Und die Erdbeerpflanzen sind fast reif. Die Erdbeerpflanzen sind fast reif. Fox. Wenig Nahrung, ja. Die Nahrung, die hier liegt, in einem rauen Lager. So, die Jungs hier haben ordentlich was zugelegt. Sommer hat begonnen, aber der Winter wird bald kommen. Angebaut und falls wir in den Kälte ist, nicht wachsen. Lege also viel mehr möglich an. Müsst dann kannst du mühen, den du hast, sodass du nicht verdirbst. Stehe auch einen Parkplatz zu bauen. Na, können wir da Frieden werden, sich im Freien aufenthalten. Ja, sie brauchen ja schon Jacken. Parkes dauert nochmal länger. Deswegen Jacken sind da komplett in Ordnung. Weil Curie hat ja jetzt schon eine Jacke, ist vielleicht ein bisschen unklug, aber egal. Die kann ja jetzt erstmal hier sich an den T-Shirts versuchen, dann braucht sie ein paar Hosen und dann stellt sie mal ein paar Sachen her und dann kann sie auch schöne Jacken herstellen. So, wir haben hier noch einen Raum, der aktuell nicht besetzt ist, aber der ist komplett in Ordnung. Wir können, bauen jetzt hier eine Tür rein und ein schönes Bettchen. Fox. Ah, der hat jetzt auch so ein T-Shirt. Ah, Muffalo T-Shirt und Muffalo Hose. Nice. Okay, das ist schon mal gut. Die Hose hat er wahrscheinlich von einem Gefangenen oder so. Ja, nicht von Gefangenen, aber okay. So, okay. Besuchergruppe. Ja, wäre mal cool, wenn wir einen neuen Kameraden bekommen würden. Training läuft ja aktuell bei dir nicht ganz so gut. Aber naja, egal. Theoretisch... Ja, ich möchte dich ehrlich gesagt... mehr in Transport ausbilden. So... Sehr gut. Tür wurde gebaut. Grimm, was machst du? Ah, Generator. Und du? Du baust einen Generator, wenn dir die Valkyrie unsere Erdbeeren hier pflückt. Aber kriegt nur 6 raus. Das ist gut zu wissen. Da sind die Kartoffelpflanzen um einiges nicer. Ja, Grimm legt hier ordentlich los. Das ist sehr gut. Das brauchen wir auch. So, wie sieht's denn hier mit den... Neutral, ziemlich eng, dürftig an Reichtum. Dürftig, langweilig. Ja, Leute, das habt ihr erwartet, dass wir hier Party machen, oder was? Multi-Analysator. Angriff!
Boah, das sind aber viele. Ah, nice. Wir haben Besucher. Nice, die betteln sich. Wir lassen die komplett in Ruhe. Ach, nice. Das ist cool. Alter, die kommen auch noch von rechts. Okay, sie teilen sich... Na, das, ja, fuck, sie teilen sich auf. Das ist nicht so ganz so gut. Nice. Sehr geil. Die betteln sich jetzt. Das können sie von mir aus machen, das ist kein Problem. Alter, was machen die? Ihr esst... Danke, dass du die leckeren Mahlzeiten da lässt. Ich bin da traurig, aber dass ihr... Oh, ein Kopfschuss. Sehr gut, den können wir fangen. Traurig, dass du mir hierher nicht helft. Okay, ja. Nice, wir haben 9 Gefangenen. Yeah. Und 2 Tote. Hm. Nicht ganz so gut. Wir müssen unser Massengrab mal hier erweitern. Ihr seht sehen, das wird auf jeden Fall ein Massengrab hier. So, stellen wir mal ein paar Gräber. Ah, schade, keine Ahnung. Kann die nicht verschieben. So. Und unsere Zeit läuft bald ab, ne? Grimm, ey, rette ihn. Ups, so nah. Oh, Valkyrie hat auch was an jetzt. Das ist gut. Das ist schön. Lebensmittelvergiftung. Yeah. Kocht einfache Mahlzeit. Ich dachte, kocht leckere Mahlzeit. Aber ist leider erst noch mit 5 unterwegs. Deswegen erstmal einfache Mahlzeit. Aber anstatt, dass sie die leckeren Mahlzeiten essen, die hier sind. Oh. Auch eine Lebensmittelvergiftung. Ja. Da kocht jemand nicht allzu gut. Okay. Weil Curry erntet. Ah, ist in Ordnung. Währenddessen kocht der Grimm. Schlechte Laune, Fox. Etwas überfüllt, beengter Raum, Vergnügungsmangel. So, isst mal eine leckere Mahlzeit. So, und dann fühlst du dich gleich direkt nice. Genau, sehr schön. Dachte ich mir schon. Scheiß auf den. Genau, musste ich doch. Boah, der da richtig kassiert. Feindlich 2 Stück, tja. So, wenn ich dich jetzt 89, du bist auch 89. Ja, wir lassen dich auf jeden Fall jetzt ein paar Tage da. Vor allem, bis du vollständig geheilt bist. Und dann können wir dich wegschicken, wenn wir wollen. Aber wir bräuchten eigentlich eine größere Kolonie. Das wäre auf jeden Fall nice. Wenn wir da jemanden haben, der uns supportet. Supportet. Ja, ja, Smoocher Rock. Genau, sehr schön. Fraktionen. Die Welt, sie, wie sie mir gefällt. Da haben wir eine Kolonie. Theoretisch müssen wir hier irgendwo noch eine Kolonie haben. Aber, tja.
So, Geschichte. Reichtum. Oh, Krankheit. Krankheit. Oh, Hornisse. Oh, Mann. Wunde. Ja, okay. Wurde schon versorgt. Das ist schon mal gut. Das wird auf jeden Fall nicht sterben. Wir bauen schon für dich das Bett. Aber für dich komplett loslegen können. So. Zulekia komplett mit dem T-Shirt beschäftigt. Schäbig. Schlecht. So, wir brauchen ja erstmal keine T-Shirts mehr. Ja, sind aber dann auch fertig mit den T-Shirts herstellen. Fire Tenter Masochist. Warrior, ja. Hasenfell Stammeskleidung. Syngarn Stammeskleidung. Exzellent. Branded T-Shirt. Übel. Ja. Oh, ein Plasteinmesser. Ja, stimmt, das ist unser Plasteinmesser, ne? Ich erinnere mich. So, namenstechnisch sind wir auch mit 12 gut dabei. Oh, Fox ist jetzt. Ah, pflegen. Achso, pflegen wir 8. Ich dachte schon. Jemand kann jetzt das Tier ordentlich loslegen. Tja, falsch gedacht. Automatisches Geschütz leisten aktuell sehr gute Dienste, muss man einfach sagen. Sehr gute Dienste leisten die. Haben schon 3 Angriffe abgewehrt, das ist doch gut. So, Hornisse, wie geht's denn dir? Infizierte Wunde, trivial. Okay, kriegst ausnahmsweise echt die geile Medizin, die wir haben. Ausnahmsweise. Ah, shit. Apropos Medizin, wir Idioten. Oh Gott, es ist jetzt schon Juni, ne? Oh, fuck. Ja, was brauchen wir? Wir brauchen natürlich Medizin, Freunde. Natürlich brauchen wir Medizin. Und zwar richtig viel. April bis September. September, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März haben wir keine Medizin. Xerigium. Genau, Medizin. Wir brauchen Xerigium, nennt sich das. Ja. Doof gelaufen für uns aktuell. Ja, Bedürfnisse. Dunkel. Beengt. Saftwindel sterben. Hässliche Umgebung. Aber dann ist schön kalt. Ja, man kann es zwar kalt sagen. 28 Grad ist es hier draußen. Ja, wenigstens Medizin, weil Kyrie gibt ihm jetzt die gute Medizin, damit der nicht stirbt. Lebensqualität 110%. Du Penner. Du kriegst die beste Versorgung hier. So, Kartoffeln sind aus, aber dafür werden gerade die Erdbeeren hier gepflückt. Zack, zack, zack. Ernte fehlgeschlagen. Eichhörnchen knabbert hier schon an den Erdbeeren, die wir gepflückt haben. So. Grimm kocht und kocht und kocht, aber er kann jetzt halt erstmal aussetzen. Gott sei Dank verderben die nicht so schnell. So. Genau. Zu dritt arbeitet es doch schön schnell. Zack, 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 zack. 5%ige Chance zum Anwerben. Tja. Hornisse. Okay. Metabolismus. 12 Essen, das reicht wieder für 5 Tage. Eher 3 Tage.
Dann können die, kann die von mir aus weitergekocht werden. Aber aktuell müssen wir uns echt um andere Sachen kümmern. Wie zum Beispiel hier um das Zeug. Sag mal, schlägt das euch nicht drauf den Magen, dass ihr dauernd Leichen seht? Achso, ihr seht die gar nicht, ne? Nackt. Schau, die hat ein T-Shirt an und fühlt sich nackt. Nur weil sie keine Hose trägt. Was ist denn mit dir los? Wahnsinn. So, was machst du? Du machst aktuell eine Hose. Na, sehr schön. Ah, eins sogar nur noch. Das heißt, sie arbeitet kurz daran und hat endlich eine Hose und fühlt sich nicht mehr nackt und benutzt. Nackt. 10%ige Chance, um ihm Transport beizubringen. Tja, das Viech ist sehr intelligent. Geht spazieren. Tja. Kann aber auch echt gar nichts. Mann, 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 Mann. So, jetzt wird hier Cerigium angepflanzt. Aber die Anbauzone. Machen wir da ein bisschen kleiner. Bin ich doch etwas ausgerastet. Ich denke, ein oder zwei Xerigium können wir jetzt halt hier noch anbauen, bevor der Winter kommt. Und dann haben wir echt wieder Medizin. Wenn nicht die beste, aber immerhin etwas. So, im Wohnzimmer sollten wir endlich mal einen Labortisch hinstellen. Den haben sie neu übrigens designt, der Labortisch. Der war früher so eine Platte, wo nichts drauf war. Ja. Die Hornisse. Wie geht's denn dir? Ah, sogar tatsächlich die Horn. Alter! Nice. Die Hornisse, ey. Sehr nice. Mit 5%iger Chance konnten wir sie anwerben. Ah, stimmt, wir haben einen verloren, genau. Wir waren ja nur noch zu viert. Was kannst denn du, Hornisse? Bauarbeiter, Mechaniker, Bergarbeiter, Gärtner. Oh, okay. Bauarbeiter, Mechaniker und Bergarbeiter. Das sehen wir immer gerne. Tierpfleger auch, okay. Ah, cool, da kommt wieder ein Angriff. Nachts. Alter, die haben Energie. Alter, die haben Energieschilder, ne? Alter. Krasser Scheiß, ohne Witz. Energieschilder haben die. Wie gemein. Aber Gott sei Dank, die automatischen Geschütze, ja, da oben steht es immer noch nicht. Das ist natürlich richtig kacke. Dankeschön. Okay, meine Freunde, dann würde ich sagen, geiler Cliffhanger und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis wir sehen uns. Ciao. Und wir nicht.